mal. Ja. Wow, ich sehe da was. Machst du mal ein bisschen? Über meine Körper habe ich. Ein Tipptoy-Buch, gell? Ja. Ich muss erst aufladen. Alle laufen jederzeit online. Kaffee schon aufziehen? Schon mal. Wir gehen in die Pause. Hallo ihr Lieben, ich hoffe, ihr hattet schöne Feiertage, schönes Weihnachtsfest. Heute ist jetzt mittlerweile schon der 27. Ich habe euch so ein bisschen mitgefilmt, was wir so die letzten Tage hauptsächlich gegessen haben. Am 24., also am Heiligabend, war mein Schwiegervater bei uns. Wir haben abends Rumsteak gemacht mit Pommes. Am ersten Weihnachtsfeiertag, also am 25., haben wir mittags einen Rollbraten und Knödel gemacht. Nachmittags war ich dann arbeiten bei der Aufsicht und danach hat mein Mann mich abgeholt und wir sind zu meiner einen Oma gefahren, wo meine Tante und ihre beiden Kinder, also mein Cousin und meine Cousine, zu Besuch waren. Die wohnen ein bisschen weiters weg und die sind dann immer nur so ein-, zweimal im Jahr bei uns irgendwo in der Gegend. Beziehungsweise hauptsächlich bei meiner Oma dann, weil sie dort dann auch übernachten können. Und dann waren wir dort an dem Sonntagabend, haben wir dann dort gefestbart, sind gemütlich zusammengesessen. Und am zweiten Weihnachtsfeiertag, genau am 26., waren wir eigentlich fast den kompletten Tag bei meinen Eltern, haben meinen Schwiegervater auch mitgenommen. Da gab es dann auch Mittagessen, dann waren wir zwischendrin ein bisschen spazieren, haben alte Bilder angeguckt von mir und meinen Schwestern, wo wir noch Kinder waren. Das war auch ganz cool, hat Spaß gemacht. Meine Oma war, also die andere Oma war dann auch mit dabei. Und abends haben wir dann noch bei meinen Eltern gefestbart. Genau, und jetzt dachte ich mir, an der Stelle zeige ich euch mal die Geschenke. Ich habe jetzt ein paar Geschenke euch so separat kurz abgefilmt. Eigentlich hauptsächlich ein paar vom Raphael sein Geschenken, weil die jetzt noch bei meinen Eltern sind, weil der jetzt übernachtet hat bei meinen Eltern, weil mein Mann hat jetzt Urlaub und die waren jetzt heute Vormittag im Wald und haben Holz aus dem Wald geholt für unseren Holzofen unten. Genau, und da ist ein bisschen schwierig, wenn man da den Raphael dabei hat, wenn die damit der Motorsäge und sowas hantieren. Das muss dann nicht sein. Der war dann bei meinen Eltern jetzt besser aufgehoben. Und da haben wir dann ein paar von seinen Geschenken einfach dort gelassen, dass er da ein bisschen was zu spielen hat. Und wie gesagt, jetzt zeige ich euch die übrigen Geschenke, was es sonst alles so gab. Von meinem Mann habe ich einmal hier so ein Geschenkset von Nivea bekommen. Da ist einmal hier so süße Weihnachtssocken drin, eine Tagespflege, ein Duschgel und eine Bodylotion. Genau. Dann von mir hat mein Mann so ein Set, passend jetzt für seine Motorsäge, bekommen. Genau, das hat er sich halt gewünscht, dass er das gerne hätte. Von dem Spiel. Dann habe ich von meinem Mann auch noch geschenkt bekommen, Tickets für ein Krimi-Dinner. Richtig cool. Da war ich vor vielen, vielen Jahren schon mal mit meiner Tante. Und es war so cool. Ich glaube, den meisten ist wahrscheinlich das Prinzip von einem Krimi-Dinner bekannt. Meistens läuft es immer ähnlich oder gleich ab. Es gibt so eine Art Schauspiel mit einem Kriminalfall. Und dann gibt es zwischendrin immer was zu essen. Und das ist dann in der Regel so ein Mehrgänge-Menü, so drei, vier Gänge oder sowas meistens. Und in diesen, ich sage jetzt mal, Spielpausen rätselt man dann praktisch mit,
Der war der Mörder-Motiv und so weiter und so fort. Also echt eine coole Sache. Man sitzt dann, also so war es damals, wo ich zuletzt bei so einem Krimi-Dinner mit dabei war. Da sind wir dann, gab es verschiedene Tische und da ist man dann halt mit, einfach mit anderen Leuten zusammen an einem Tisch, was aber auch ganz cool ist. Da lernt man dann auch andere Leute kennen und tut mir, oder ja, löst dann mit denen zusammen den Fall. Ich glaube, da gab es dann sogar noch so, so Rätsel, also Papier mit Rätseln drauf, wo man dann mit dem Stift irgendwas lösen musste. Also war echt eine coole Sache. Und da habe ich meinem Mann irgendwie schon länger gesagt, dass ich da so gern mal wieder hin möchte. Und ja, da gehen wir jetzt Ende März, ist das glaube ich Ende März nächstes Jahr, gehen wir dann dorthin. Ah, dann für Raffi gab es noch ja, einige Sachen von Tiptoy, weil es ist momentan einfach so das, wo man mit am meisten damit spielt, sich beschäftigt, was ihm super viel Spaß macht. Und ja, ich sage immer, es sind auch so Sachen, wo er tatsächlich auch was lernt. Also wo er auch wirklich was mitnimmt. Da hat er jetzt hier einmal bekommen, alles über den Körper. Das ist jetzt hier von 4 bis 7 Jahre. Ja, da geht es einfach darum, hier zum Beispiel Muskeln und Knochen und was ist denn noch alles mit dabei? Warum muss ich essen und trinken? Genau, lauter solche Sachen. Und das ist ja dann immer hier, ich manchmal, also in manchen Büchern ist es ein bisschen unterschiedlich. Hier ist jetzt zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man hier so Spiele machen kann, sage ich mal, so Minispiele, wo dann einfach Fragen gestellt werden. Genau, das finde ich eigentlich auch ganz cool. Das macht er eigentlich auch echt schon super, diese Spiele. Dann gab es auch von Tiptoy noch hier so ein Spiel mit dem Thema Wetter. Er hat ja noch ein anderes Spiel, das jetzt noch bei meinen Eltern ist. Auch das Thema Wetter. Das haben wir dann nachher erst bemerkt, dass das eigentlich das gleiche Thema ist. Aber das bei meinen Eltern, was dort noch ist, da geht es praktisch so um das, wie entsteht Wetter, wie entstehen Blitze, wie entsteht Regen und so das ganze Thema. Und das hier ist jetzt eigentlich, oder geht eigentlich mehr so um das Thema hier Regen, Wind und Sonnenschein, wie muss meine Kleidung sein. Also was ziehe ich wann an und so. Es ist eigentlich von 3 bis 4, er ist ja jetzt schon 4, aber ich fand es trotzdem ganz nett. Genau, das hab, ich glaube, das war das, was ich beim Müller da mitgenommen habe, wo wir auf dem Weihnachtsmarkt waren in Heidelberg. Und das andere hatten wir schon, vorher schon gekauft gehabt. Das, da waren mal diese Tiptoy-Spiele beim Lidl im Angebot. Dann gab es noch ja, von meinen Eltern für Raffi einmal hier eine Toni-Figur mit dem kleinen Gespenst. Hier einmal. Genau, das ist zwar ab 5, ja, aber ja, ich denke, das ist trotzdem interessant, finde ich, glaube ich, auch. Ja, ist ein Hörspiel, genau. Ja, und was haben wir hier noch? Ich glaube, das gehört eigentlich Raphael. Eine Packung Schokolade oder so Schokoriegel von meiner Oma. Dann ist hier auch von meiner Oma von Lind auch Schokolade. Schokolade geht immer. Dann, was ist hier noch drin? Ja, noch mehr so kleine Schokolade war jetzt hier noch mit in der Geschenktüte von ihr mit drin. Dann habe ich von meinen Eltern, was ist hier noch? Sicherheitsverpackt, weil wir dann mit dem Auto die Geschenke alle wieder nach Hause transportiert haben gestern. Und zwar, da muss ich da dieses Styropor noch wegnehmen, ist das, ich sag's einfach, eine Büchereule. Das ist so eine Figur, die, also ich habe mir das ausgesucht bei Amazon. Das soll so eine Art Bücherständer praktisch sein. Also man, das ist auch ein bisschen schwer, also man kann da auch wirklich schwere Bücher dann dran anlehnen. Also das stellt man dann so rum ins Bücherregal rein. Ich finde das echt cool. Ich mag ja Eulen, sind ja meine Lieblingstiere. Und die steht hier auf so 3 Büchern. Finde ich richtig cool. Gefällt mir echt total. Kann ich eigentlich jetzt gleich ausgepackt lassen. Und dann kann ich die direkt im Regal platzieren. So. Dann gab es noch, genau, auch für meinen Eltern. Das packe ich jetzt aber nicht so arg aus. Das war für meinen Mann. Da ist
Ja, wobei doch, sonst sieht man es ja nicht. Genau, da ist hier so ein Weinglas drin. Ich weiß nicht, ob man das hier richtig sieht. Da ist sein Name sogar mit eingraviert, also ein personalisiertes Weinglas. Ich weiß nicht, ob da noch alles drin ist oder ob der Rest Papier ist. Genau, das gab es für meine Eltern, für meinen Mann. Dann hat mein Mann hier noch einen kleinen Sekt bekommen, das ist auch von meiner Oma. Und dann, das hat mein Sohn, also der Raphael, noch geschenkt bekommen von Verwandten von meinem Mann im Prinzip. Die schenken jedes Jahr auch immer so eine Kleinigkeit. Da gab es hier einmal so einen, keine Ahnung, so ein Gefährt, ich weiß nicht, wie man das nennt. So ein Bagger oder was weiß ich, was das ist. Genau, und wie gesagt, die restlichen Sachen sind jetzt noch bei meinen Eltern. Und ja, heute war ich wieder arbeiten, heute am 27. Wir hatten heute Vollversorgung. Das heißt praktisch, dass man, weil ja gestern Feiertag war, mussten wir jetzt heute zwei Tage an einem Tag praktisch komplett, also zwei komplette Tage an einem Tag, die Sachen alle auffüllen. Und da bin ich jetzt, oder habe ich dann extra bei meinen Eltern übernachtet, weil ich dann schon um 8 Uhr dort sein musste. Und von hier aus fahre ich ja fast 2 Stunden und von meinen Eltern nur eine Dreiviertelstunde, ja, nicht ganz eine Stunde. Und das war dann schon ein bisschen entspannter, dann von denen aus zu fahren. Und es war eigentlich eingeplant, dass wir von 8 bis 14 Uhr arbeiten. Aber wir haben dann fast 2 komplette Stunden länger machen müssen, weil es echt viel war. Also gar nicht mal von der Menge auf den Stationen selbst, sondern weil es einfach so viele Stationen waren. Also wir haben fast komplette Klinik haben wir auffüllen müssen. Ja. Aber dafür habe ich dann heute Abend noch ein bisschen Entspannung, für mich war es Entspannung, gehabt. Ich war mit meiner besten Freundin in Stuttgart, in Milaneo, das ist so ein großes Einkaufszentrum dort. Und weil sie hatte sie noch einen Gutschein, den sie jetzt noch bis Ende des Jahres einlösen muss. Und ja, sie heiratet dieses Jahr im Sommer und haben wir dann zusammen ihren Hochzeitsschmuck ausgesucht. Das war auch ganz schön. Das ja, hat mich gefreut, dass sie mich da mitgenommen hat und ich das da mit ihr aussuchen durfte. Und dann waren wir noch, also sie wollte was bei Primark. Und dann habe ich natürlich auch dort rumgestöbert. Also ich glaube, ich habe es auch schon mal in der Vergangenheit mal irgendwann gesagt. Ich selber finde bei Primark so gut wie nie irgendwas. Und das letzte Mal, wo ich dort war, hatte ich glaube ich auch mal was für Raffi gesucht. Aber irgendwie war ich da so dermaßen enttäuscht, weil die haben so viele Sachen für Babys. Mega viel Bodies, Strampler, alles Mögliche. Aber für Kleinkinder, gerade so in dem Alter 3, 4, 5, 6 Jahre, so in dem Alter, haben die fast nichts. Aber ich habe dann trotzdem was mitgenommen, weil es einfach, weil es mir halt gefallen hat. Und zwar einmal so ein Pullover, so ein, ja, das ist so ein bisschen wärmerer Pullover, jetzt einfach nochmal. Den habe ich jetzt auch gleich. Er hat jetzt eigentlich Größe 110, aber ich habe das jetzt nochmal in 116 mitgenommen, weil ich auch in der Vergangenheit gemerkt habe, dass die Kinderkleider von Primark, beziehungsweise ich hatte hauptsächlich Bodies und auch so 1, 2 T-Shirts mal in der Vergangenheit, wie gesagt von Primark, und die fallen relativ klein aus, finde ich, und deshalb habe ich das jetzt einfach mal eine Größe größer mitgenommen, gerade bei dem Pullover oder so, weil es bringt mir nichts, wenn ich das jetzt in 110 im Kauf und es fällt klein aus und er hat das Ding dann nur einmal an, das sehe ich dann auch nicht ein. Und dann habe ich hier noch die T-Shirts, die gab es ja genau für 2,50 Euro. Habe ich dann noch 3 mitgenommen. Einmal hier so ein süßes mit so Krokodilen drauf. Das fand ich ganz lustig. Dann das eine, das war sogar runter reduziert auf nur 1 Euro. Und zwar hier mit so ein paar Monstern drauf. Ups, fand ich auch ganz süß. Und dann habe ich noch eins mitgenommen mit Dinos. Genau, die halt wie gesagt auch alle in 110. In 116, genau. Hier in 116. Weil gerade die T-Shirts, die sollten ja dann auch im Sommer möglichst noch passen. Und ja, in dem Alter haben die Kinder ja in der Regel, und das war jetzt auch bei ihm so bis zum 4. Lebensjahr, dass er eine Größe immer so ungefähr ein komplettes Jahr anhat. Das heißt, nächstes Jahr im Herbst, nächstes Jahr im Herbst, genau, würde dann höchstwahrscheinlich die Größe wechseln.
Und wie gesagt, deshalb jetzt einfach schon mal die Größe. Größe, dass es auf jeden Fall im Sommer dann auch noch passt. Ja, an der Stelle, ich habe alle Geschenke gezeigt. Ja, würde ich den Vlog auch beenden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und ja, sag dann bis zum nächsten Vlog, der höchstwahrscheinlich dann im neuen Jahr kommt. Da werde ich so ein bisschen was mitfilmen über Silvester. Aber dann sage ich jetzt an der Stelle einfach schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Vlog im nächsten Jahr. Ciao!